Lass uns mal über Boatlife reden. Du denkst darüber nach, Boatlife zu machen und hast bestimmte Vorstellungen, wie das so aussieht. Es ist irgendwie Leben in Flipflops unter Palmen, überall schöne Sandstrände, immer Sonne, Topwetter, blauer Himmel. Die Getränke haben ab sofort Schirmchen und es gibt exotische Speisen. Und dir scheint nur noch die Sonne aus dem Arsch. Ist das deine Vorstellung von Boatlife? Dann solltest du dir das hier angucken. Wir geben hier mal einen realistischen Blick, wie es denn tatsächlich aussieht im Boatlife. Herzlich willkommen bei Sailing Offline. Ich bin Thomas. Hier ist meine Offline, 37 Fuß Unabhängigkeit. 2020 bin ich an Krebs erkrankt. Wahrscheinlich konnte ich den Krebs diesmal besiegen. Aber mir ist klar geworden, das Hamsterrad sieht nur von innen aus wie eine Karriereleiter. Frei nach dem Motto, wenn dir das Leben Zitronen schenkt, bestellt die Kia dazu, habe ich meinen Job an den Nagel gehängt und bin aufs Boot gezogen. Das Ziel der Reise ist aber kein Ort, sondern ein Zustand. Komm an Bord und begleite mich auf meiner Reise. Ich bin ja jetzt seit mittlerweile über 2 Jahren unterwegs, hatte genau diese Vorstellung gehabt, wie Boatlife aussieht und habe euch auch viele Sachen gezeigt. Und ihr seht natürlich immer die schönen und tollen Momente, aber tatsächlich ist das nicht mal ansatzweise die Wahrheit. Also wie sieht Boatlife wirklich aus? Ich gebe euch mal ein Beispiel über meine letzten 3 Wochen. Da ist ja Uwe an Bord gekommen und wir hatten die Vorstellung gehabt, wir segeln mit der Offi wunderschön die spanische Küste rauf bis nach Valencia und dann fliegen wir gemeinsam nach Hause, weil ich muss auch noch mal nach Hause. Alles Taco, abends nette Bars, gutes Essen, viel Spaß und gute Laune. Ja, das war die Vorstellung gewesen. Tatsächlich passiert ist dann Folgendes. Nach ungefähr einer Woche gab es hier eine Sturmfront nach der anderen. Also wir sind hier in Almerima 5 Tage eingeweht gewesen. Wenn du eingeweht bist, fängst du natürlich auch mal ein bisschen mehr an, nach dem Boot zu gucken. Und Uwe hat da mal in meinen Saildrive reingeguckt und hat dann festgestellt, dass ich Wasser im Öl habe. Das ist natürlich blöd. Also im Saildrive sollte Öl sein und auf der Außenseite Wasser. Und da gibt es eine Dichtung, die verhindert, dass es da einen Austausch gibt. Die Dichtung ist hin. Und das heißt, ich habe die nächsten Tage nur noch damit verbracht, hier in Almerima Krantermine klarzumachen, einen Mechaniker zu finden. Der Mast musste runter, weil wir da auch noch Reparaturen hatten. Alles in allem, also neben der ganzen Arbeit, dem ganzen Gelaufe und dem Gehassel, habe ich jetzt mal eben 2.500 Euro versenkt, nur um diese ganzen Dinge in Ordnung zu bringen. Von unserer Reise, von den 3 Wochen, also wir sind jetzt von den 400 Meilen, die wir haben, haben wir 130 gerade mal geschafft. Ich habe Flüge in Valencia natürlich schon gebucht gehabt, weil wir waren uns ja einig gewesen, klar gewesen. Wir wollen nach Valencia, haben die Flüge gebucht, weil es dann ein bisschen günstiger ist. Aber jetzt müssen wir gucken, wie wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Valencia kommen, weil der Flieger geht, aber die Offi ist nicht da. Also mal wieder alles völlig anders. Was uns zu dem Punkt bringt, über den ich auch schon öfter gesprochen habe, Boat Alive und Pläne machen. Das geht überhaupt nicht zusammen. Also ihr braucht euch nicht vorstellen, dass ihr auch nur 20% von dem, was ihr euch vorgenommen habt, tatsächlich so umsetzen könnt. Es gibt ja so viele Faktoren, die euer Leben beeinflussen, die ihr überhaupt nicht in der Hand habt. Da wäre zum einen der Punkt das Wetter. Der andere Punkt ist euer Boot, weil das Boot halt auch irgendwie ständig, das ist jetzt ja das beste Beispiel, Aufmerksamkeit haben möchte und es geht immer zu dem Zeitpunkt was kaputt, wenn es gerade überhaupt nicht passt, so wie jetzt mal wieder. Also macht euch keine Pläne, wenn ihr Boatlife haben wollt. Ihr müsst euch darauf einstellen, wenn ihr so eine Reise machen möchtet, dass euer Leben von Faktoren von außerhalb bestimmt werdet. Und auf Teufel komm raus, dagegen anzuarbeiten, wird nur Unglück bedeuten. Ihr müsst einfach mit den Dingen klarkommen und damit umgehen und sagen, okay, das ist jetzt so, nützt nichts, ne? Ja, das nächste beim Boatlife ist, ihr müsst euch einfach vorstellen, dass Dinge, die ihr zu Hause macht, hier so nicht funktionieren. Also zu Hause, da gehe ich in die Waschküche, da schmeiße ich die Maschine Wäsche rein. Auf dem Boot müsst ihr erstmal einen halben Tag damit verbringen, rauszufinden, wo ungefähr man hier in der Nähe vielleicht Wäsche waschen könnte. Dann müsst ihr gucken, wo ihr das Kleingeld herkriegt für diese Waschmaschinen, weil es sind auch hier 3 Maschinen. Und dann müsst ihr die Wäsche dahin karren und warten. Wahrscheinlich ist da mal wieder keiner frei. Also lange Rede, kurzer Sinn. Sowas Simples wie Wäsche waschen kostet euch hier einen Tag. So, und ich komme mit meiner Wäsche so ungefähr 3 Wochen hin. Das heißt, ich habe so im Schnitt 1 bis 2 Mal im Monat habe ich den Tag, der nur für Wäsche waschen drauf geht.
Einkaufen ist der nächste Punkt. Alles, was ihr braucht, müsst ihr mit dem Rucksack aufs Schiff tragen. Was vorher so einfach war, Kofferraum auf, Einkäufe rein, nach Hause fahren und dann alles einräumen, geht hier nicht. Kosten ist halt ein Faktor. Also man kann total stringent mit seinem Geld umgehen und jeden Cent umdrehen. Aber ich weiß nicht, ich bin so ein Typ, ich bin hier, ich möchte dann auch Spaß haben. Ich gehe dann auch oft mal essen und in die Kneipe. Aber es kommen halt immer wieder völlig ungeplante Ausgaben dazu. Wie jetzt zum Beispiel bei eben 2.500 Euro für Reparaturen und Werftarbeiten. Das hält total auf und stresst und frisst eure Bordkasse völlig auf. Auch damit müsst ihr klarkommen. Das heißt, ihr solltet schon ein paar Reserven haben, um auf solche Eventualitäten eingestellt zu sein. Ein wichtiger Punkt, über den man sprechen muss, ist, zu Hause kennt man das ja, da hat man ja eigentlich unbegrenzte Ressourcen. Wenn euch kalt ist, macht ihr die Heizung an. Wenn ihr Wasser braucht, dreht ihr den Hahn auf. Wenn ihr im Internet Netflix in 4K gucken möchtet, macht ihr die Glotze an. Alle Ressourcen, die ihr auf dem Schiff habt, Strom, Wasser, Internet, sind begrenzt. Ihr müsst ständig gucken, dass ihr damit haushaltet. Ihr müsst euch dann überlegen, wenn die Tanks zur Neige gehen, wo kriege ich neues Wasser her? Strom. Also wenn ihr im Anchorage liegt und dann geht die Kaffeemaschine nicht oder ihr habt kein warmes Wasser, das sind alles Dinge, die macht man sich vorher wahrscheinlich gar nicht klar, aber ihr müsst wirklich lernen, damit umzugehen, dass selbstverständliche Dinge plötzlich knapp sind. Ein Thema, das nicht nur schlecht ist, oder eigentlich ist es gar nicht schlecht, eigentlich ist das ein spannendes Thema, Konsum. Also wenn ihr auf dem Schiff lebt, werdet ihr feststellen, es gibt diesen Konsum, den ihr zu Hause habt, nicht mehr. Wenn ihr zu Hause seid, ihr seht ein paar schöne Schuhe oder Klamotten oder eine Vase, dann kauft man sich das, wenn man da Bock drauf hat. Wenn ihr auf dem Schiff lebt, dann müsst ihr A, mit dem Geld auskommen, das ihr habt, und zum anderen, ihr kauft nur noch Dinge, die nützlich sind. Also ihr braucht dann Sachen, ihr seid dann vielleicht im Segelladen und seht dann plötzlich irgendeinen bestimmten Stecker, den ihr schon lange gesucht habt, und dann kauft ihr den sofort. Aber keine klassischen Konsumgüter mehr. Auch hier gibt es halt den Mangel oder die große, gute Seite, dass man einfach nicht mehr stumpf vor sich hin konsumiert, sondern alles, was man sieht, anfasst und sagt, brauche ich das wirklich? Weil im Zweifel muss das auf meine 20 Quadratmeter offline passen. Und wenn es das nicht tut, dann weiß ich nicht, dann müllt man sich irgendwann zu und das ist ganz verkehrt. Dinge nutzen sich auch einfach ab, habe ich festgestellt. Also es ist natürlich total geil. Ich kann jeden Abend am Strand sitzen, ich habe jeden Abend schöne Sundowner. Und irgendwann stellt man dann fest, dass man dann mit dem Rücken zur Sonne sitzt und kann nicht mehr hingucken beim Sundowner, weil das ist einfach schon der 8. Sundowner diese Woche. Und man denkt sich, naja gut, den kenne ich noch. Also es gibt, Dinge bekommen eine Normalität. Es gibt traumhaft schöne Dinge, die man erlebt und auf die man hingeiert, aber irgendwann nutzt sich auch das ab. Also es gibt eine völlige Normalität, am Strand zu sitzen. Also es ist so, wie ihr vor der Ampel im Stau steht. Ne? Das ist so, hier ist es halt mit dem Arsch im Sand sitzen. Klar, sitzt man lieber mit dem Arsch im Sand, aber es ist halt nicht mehr so, dass man das jeden Tag feiert und sagt, oh geil, heute wieder am Strand. Und das sind auch Dinge, die man vielleicht dazu sagen muss, es fällt eigentlich, je länger man an Bord lebt, fällt es auch schwerer, diese ungeheure Privilegiertheit, die man hat, so leben zu können, wirklich bewusst wahrzunehmen. Also ich stehe überhaupt nicht mehr jeden Morgen auf und denke mir, boah, Thomas, ey, du hast alles richtig gemacht in deinem Leben, sondern es hat so eine Normalität bekommen. Also es nutzt sich einfach ab. Auch darauf solltet ihr vorbereitet sein, dass diese Dinge, die zu Anfang für euch ganz besonders sind und speziell sind, eine Normalität bekommen und sich dadurch von selber entwerten. Ja, also Langfahrtsegel, Life Aboard, mit dem Schiff durchs Mittelmeer gondeln, in der Sonne sein, ist alles Kacke. Nein, natürlich nicht. Also es ist halt schon der Punkt, dass ich weiß, auch wenn ich es nicht jeden Tag empfinde, aber ich weiß halt, dass ich ein sehr privilegiertes Leben habe und bin da sehr glücklich drüber. Es ist ein sehr besonderes Leben, das Schattenseiten hat, Nachteile hat, aber im Großen und Ganzen, erstens kann mir das, was ich bis jetzt erlebt habe, kein Mensch mehr nehmen. Also wenn irgendwann einer einen Deckel beim Berner drauf macht und ich unter der Erde verscharrt werde, dann kann ich mir immer noch sagen, weißt du was, Thomas, du hast es durchgezogen, hast es gemacht, du hast die Erfahrung gemacht, du hast ganz viele tolle Eindrücke mitgenommen, die will ich den Rest meines Lebens hier und hier gespeichert haben. Und es gibt halt einfach ganz besondere Sachen. Also das ist halt dieser Verzicht auf Konsum, der Umgang mit Ressourcen, das habe ich ja eben so als Nachteile gesagt. Es sind tatsächlich aber auch gefühlte Vorteile. Also es ist auch sehr schön
zu lernen, dass Dinge endlich sind. Das ist ja auch eines der Probleme, die wir haben hier auf diesem Planeten, dass wir einfach zu viele Menschen sind, die zu viele Ressourcen verbrauchen. Und auf so einem Boot lebt man halt sehr entschleunigt mit begrenzten Ressourcen und lernt auch für sich damit umzugehen. Entschleunigung ist halt auch ein Riesenthema. Also wenn ich sage, man braucht einen ganzen Tag zum Wäschewaschen, dann wascht man diese einfach ganz dann positiv formulieren, dann wäscht man mal richtig bewusst seine Wäsche. Ja, also es ist halt Aufwand und man lernt es auch zu schätzen, dass man dann wieder saubere Klamotten hat und dass man dafür was tun muss. Es ist nicht einfach, so wie ich es zu Hause habe. Und das ist auch am Ende des Tages dieses Gefühl von Freiheit. Also ich kann dann am Strand sitzen und mir den Sundowner angucken und ich erlebe schon, auch wenn ich es jetzt sehr oft schon gemacht habe, immer noch dieses Gefühl, ein total freier Mensch zu sein und selbstbestimmt zu leben. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Also die meisten Menschen haben irgendwelche Jobs, wo sie in irgendwelchen Offices rumsitzen, Büros, vielleicht noch mit Kollegen, mit denen man gar nicht klarkommt. Da habe ich ein ungleich freieres, privilegierteres Leben und freue mich da auch drüber. Also von daher möchte ich euch auch nicht völlig entmutigen, das zu machen, sondern im Gegenteil, ich möchte sagen, macht das. Ihr solltet das ausprobieren. Nicht alles wird euch gefallen. Ihr werdet viele Dinge erleben, die euch nicht passen und ihr werdet Enttäuschungen und Rückschläge erleben. Aber am Ende des Tages, wenn ich da einen Strich drunter mache, muss ich sagen, geile Entscheidung, dass ich es gemacht habe und schön, dass ich es noch viele, hoffentlich noch viele, viele Jahre genießen kann. Also, dann. Haut rein, Leute. Danke fürs Gucken. Bis dann, der Thomas. Dollar.